Ja, hallo zusammen hier auf dem Eichsfeldkanal. Warum manche das Ding hier Schwanenteich nennen, ist mir ein Rätsel. Eigentlich ist es ja der Mertensteich und wenn man genau hinsieht, ist es eher ein Ententeich. Aber nun gut, wir haben lange nicht über das Wetter gesprochen, denke ich mal, und da schauen wir doch einfach mal drüber. So sah es in den frühen Morgenstunden hier in Leinefelde aus. Der Wind blies eigentlich schon relativ tüchtig und oben am Himmel sahen wir dann doch einiges an Wolken, die weiter oben dann sich ein bisschen aufzulockern schienen. Allerdings, wie wird es sein? Wird es so die Woche bleiben? Das gucken wir uns mal an. Heute die aktuellen Temperaturen am Samstag, den 25. Juli. Relativ sonnig, Wind um 26 km/h, Luftfeuchtigkeit 78%, Niederschlagswahrscheinlichkeit 60%. Das heißt, es wird noch zu Regen kommen. Schauen wir uns mal den Verlauf des Tages an. Hier heute am Samstag, am Vormittag noch relativ sonnig. Mittag wechselt das Ganze in Bewölkung um und dann gegen Nachmittag beginnt es dann auch wieder zu regnen. Zwischendurch kommt immer wieder Wind auf, Schauerwind, und so wechselt sich das ab für den Rest des Tages und das wird offenbar nicht ganz so schön. Gegen Mitternacht, man kann das jetzt nicht so genau sagen, aber so steht es zumindest hier jetzt erstmal in der Prognose. Also so gegen Mitternacht wird dann der Regen wieder nachlassen, sodass der Sonntag im Allgemeinen bewölkt ist, aber relativ trocken scheint. Schauen wir uns die nächsten Tage einmal an. Sonntag relativ trocken, Montag Regen. Die nächsten Tage werden dann nochmal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bewölkt und Freitag scheint dann nochmal die Sonne. Hier unten Samstag, da wird es dann allerdings wieder regnen. Das heißt, in der Woche, na, werden wir noch einigermaßen Temperaturen haben. Allerdings wagen die sich kaum über 20 Grad rüber und für diese Jahreszeit, denke ich, ist es eigentlich ein bisschen kühl. Ja, so viel zu Wetter und Wolken. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder das, was davon übrig geblieben ist. Alles klar, bis dahin, tschüss, macht's gut, euer John von Eichsfeldkanal.